zweiter Haufen. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie so, als ob ich jetzt einen Oscar bekommen würde. Das ist nicht der Zufall. Der Oscar, der mich porträtiert hat, schreibt sich mit K, aber sonst geht es mir wahrscheinlich genauso, dass ich jetzt 60 Sekunden habe, mich mit allen Danksagungen da jetzt schnell runterzuspulen. Meiner Mutter, die heute 103 Jahre alt geworden ist, das ist übrigens echt, das ist heute ihr Geburtstag. Und das wollte ich einfach erwähnt haben. Und haben immer noch die Sehnsucht, wenn wir hier sind, nach drüben, wenn wir da sind, nach wenn wir dort sind, nach hier. Also wir leben einfach in einer ständigen Sehnsucht. Und solange man jung ist und dynamisch und gesund, geht es eigentlich auch ganz gut. Wenn man dann aber ein bisschen, sagen wir mal, nicht älter wird, das ist 55, bin jetzt kann ich sagen, aber zumindest nicht mehr ganz gesund ist und dann noch dazu die Liebe zu Hause entdeckt, nicht dort, wo man gelebt hat, dann kommen wir auch gerne wieder zurück und es ist schon angesprochen worden, ich werde mich jetzt wieder in Graz niederlassen. Die Generation meiner Mutter ist noch ausgewandert. Heutzutage ist man ja kein Auswanderer mehr im eigentlichen Sinn, dass man mit dem Koffer packt und nicht mehr zurückkommt. Man ist eigentlich ein Expat. Man lebt woanders, man zieht herum, ist ein moderner Nomade, wenn man so will. Und insofern ist der Flughafen natürlich auch ein optimaler Hub, um wieder zur Ausstellung zurückzukommen. Ich freue mich, dass wir jetzt da hängen. Ich werde jetzt abschließen, weil sonst plaudern wir noch. Vielleicht warte ein bisschen weiter und bedanke mich noch einmal beim Künstler, bei den ganzen hochrangigen Persönlichkeiten, die das ermöglicht haben und wünsche uns allen, jetzt kann ich schon eröffnen, ist schon das Buffet offen oder macht es auch? Also, wir haben alle Hunger und Durst und werden uns nicht warten. Danke.